Am Sonntagnachmittag summte es im Freilichtmuseum Beuren. Grund dafür war der Bienenaktionstag. Wie kommt der Honig in die Wabe? Wie wird das wohlriechende Bienenwachs gewonnen? Was ist der Unterschied zwischen Arbeiterinnen und Drohnen? Der Aktionsnachmittag wurde inmitten der Streuobstwiesen auf dem Museumsgelände angeboten. Dort stehen ein annähernd 100 Jahre altes Immenheim aus Köngen und ein alter Bienenwagen. Marianne Kümmerle erzählte uns etwas über das Immenheim. Das Bienenhaus stammt von unserer Familie. Der mir das gemacht hat, war der Bruder von meinem Schwiegervater. Und er war ledig daheim, wo mein Mann gleich war. Und mein Mann und der Onkel hat das Bienenhaus miteinander bastelt. Und nachher ist das Bienenhaus noch Kinken untergekommen. Der hat sich noch Kinken verheiratet in seinen Garten. Und nach dem Ableben ist das halt leer umeinander gestanden, bis man abgeräumt hat. Und haben wir es empfohlen und haben gesagt, es wäre irgendwas für daher. Gell? Und haben sie es dort geholt. Auch ein Wildbienenhotel mitsamt Infotafeln hatte hier seinen Platz. Zwei Experten waren beim Aktionsnachmittag dabei. Imker Matthias Maisch erklärte den vielen Besuchern seine Arbeit und das Thema Bienen. Ich schaue nach den Bienenvölkern, die wir hier im Hintergrund auch sehen. Gucken das ganze Jahr über nach den Bienen, versorgen die, holen auch den Honig dann zweimal im Jahr. Aber viele Leute denken, es gibt viel mehr Honig, als es tatsächlich gibt. Die werden so aufgestellt, zum Beispiel, wenn wir sie im Hintergrund da sehen, hier im Museum. Stehen im Moment 15 Völker. Wir waren bis letzte Woche mit einem Teil der Völker hier auf Wanderschaft auf der Alp oben im Raps. Da gibt es Rapshonig. Und man versucht natürlich immer die Bienenvölker so aufzustellen, dass sie nah an ihrer Tracht dran sind, dass sie optimale Bedingungen haben zum Honig sammeln. Kinder konnten unter fachmännischer Anleitung eine Nisthilfe für Wildbienen bauen. Auch viele Produkte aus Honig konnten erworben werden. Mit einem Rettungshubschrauber musste am Montagnachmittag ein schwerverletzter Motorradfahrer in eine Klinik geflogen werden. Der 25-Jährige befuhr kurz vor 15 Uhr mit seiner Honda den linken Fahrstreifen der B313 in Richtung Nürtingen. Kurz vor der Anschlussstelle Köngen Nord bemerkte der Biker zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm abbremsten. Er fuhr mit seiner Maschine gegen den Audi TT einer 26-Jährigen und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort weggeflogen werden musste. Wie Augenzeugen mitteilten, stand an dieser Stelle ein Blitzer, was der Grund sein könnte, warum die Fahrzeuge abbremsten. Während der Landung des Rettungshubschraubers wurde die Bundesstraße in Richtung Nürtingen voll gesperrt. An dem Motorrad entstand ein Totalschaden und musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 2000 Euro. Eine Streife des Polizeireviers Nürtingen hat am frühen Mittwochmorgen einen Gebäudebrand in der Gerberstraße festgestellt. Die Beamten entdeckten gegen 3.17 Uhr, dass in einem Hinterhof zwei Holzschuppen brannten und die Flammen bereits auf ein sich daneben befindliches leerstehendes Holzhaus übergegriffen hatten. Die Außenfassade und der Dachstuhl hatten ebenfalls Feuer gefangen. Rolf Binder, Einsatzleiter der Feuerwehr Nürtingen, beschreibt den Einsatz. Die Feuerwehr Nürtingen wurde heute Morgen gegen 3.18 Uhr mit dem Alarmstichwort Brand 3 in die Gerberstraße 24 nach Nürtingen alarmiert. Bereits auf der Anfahrt sah man das Ausmaß einer Holzbaracke. Frage Standort, Frage Druck. 8 bis 16 Meter stand im Vollbrand. Es wurde sofort auf die Alarmstufe Brand 4 erhöht und weitere Kräfte nachalarmiert. Der Feuerwehr Nürtingen ist es gelungen, durch eine massive Riegelstellung für angrenzende Gebäude die Brandbekämpfung einzuleiten und die benachbarten Gebäude kamen nicht zu Schaden. Wir waren mit 8 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Der Rettungsdienst war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Vorsorglich wurden die umliegenden Gebäude evakuiert und die Bewohner vom Rettungsdienst versorgt. Verletzte gab es keine. Manuel Müller wohnt direkt neben dem Brandobjekt. Ich bin um 3 Uhr aufgeweckt worden, von der Polizei, ja. Und ja, ich war im Tiefschlaf und ja, dann habe ich halt schon gesehen vom Fenster raus, dass da Stichflammen sind am Nachbargebäude. Foto
Am Sonntag, den 18. Juni 2017, startet die Ausstellung Jack Soul Blindness in der Villa Merkel in Esslingen. Jack ist während der vergangenen Jahre in vielfältiger Weise in Erscheinung getreten. Etwa als Künstler, als Romanfigur, als Psychotherapeut, als Religionsforscher und Jack legt derzeit seinen Schwerpunkt auf die Arbeit am Film Soul Blindness, der der Ausstellung in der Villa Merkel den Titel leiht. Jack ist also auch Regisseur und Drehbuchautor. Jacks künstlerische Arbeit entwickelt sich hochkomplex und folgt einer überaus präzisen konzeptuellen Prägnanz. Wir zeigen eine Einzelausstellung von Jack. Jack ist ein Künstler, der anonym agiert, also wir kennen die Figur nicht. Wir wissen auch nicht, sind es 2, 3 oder 4. Aber wir wissen, Jack produziert. Was Jack produziert, können wir sehen und verhandeln. Und seit 2013 arbeitet Jack an einem groß angelegten Filmprojekt, Soul Blindness, die Seelenblindheit. Der Held des Filmes leidet eben an der Seelenblindheit. Es ist die Agnosie, eine Erkrankung, eine Wahrnehmungserkrankung. Im Eingangsfoyer der Villa Merkel ragt ein alter Baum als Skulptur etwa 7 Meter in die Höhe. Ihn trägt eine schräg stehende, spiegelnde Fläche aus Expositharz, knallig grün. Andernorts beschreibt eine Landschaft fließenden Nebels und schwebenden Objekten aus Porzellan eine Szenerie aus einem Drehbuch. Typografische Malereien auf Leinwand verstecken Texte in geometrischen Abstraktionen. Geschnittene und gespiegelte Texte zeigen den konzeptuellen Umgang mit einem medizinischen Buch. Hunderte szenischer Miniaturzeichnungen sind wie konserviert in Expositharz eingegossen und erzählen von einer Geschichte oder dem Weg dahin. Bis zum 27. August 2017 kann die Ausstellung besucht werden.